18. Bis letztes Jahr ehemaliges Tivoli-Hotel und dieses Jahr ab dem 6. Mai Three Blue Sarigame Park. Wir sind das Pilotprojekt von Three, das erste Three Blue Hotel. Und wir arbeiten schon mit unseren Kollegen von Hannover auch seit 2014 auf diesem Projekt. Es war erst ein Projekt und letztes Jahr ging es dann noch mehr los. Und den ganzen Winter haben wir dann noch den ganzen Umbau gemacht. Von der Rezeptionanlage, Restaurant, Buffets, auch für die Plaza, dass wir an der Wand alle haben. Die Poolbar, die Beachbar haben wir geändert. In den Zimmern haben wir einige Touch gemacht. Das werde ich in den Zimmern, wenn wir sind, Ihnen erklären. Und 140.000 Quadratmeter ist die Anlage, wo wir benutzen. Insgesamt 375 Zimmer, 145 Zimmer im Haupthaus, die restlichen in 16 verschiedenen Bungalow-Anlagen, Villenanlagen sagen wir, zweistöckig, aber das sind genau die gleichen Zimmer wie im Haupthaus, Cozy Du, Cozy Du Extra und Cozy Du Suite. Die Suites sind mit zwei Schlafräumen, Cozy Du Extra ist 4 Quadratmeter größer als Standardzimmer, ist auch geeignet zu 2 plus 2. Und wir sind normal AI, normal ohne Importgetränke sind extra, sonst alles ist inklusiv. Wir haben zwei spezielle Restaurants, einmal das Levante à la carte, das Beach Barbecue. Das ist einmal im Aufenthalt inklusiv, das zweite Mal kostet 16 Euro pro Person. Dann haben wir auch einmal die Woche Frühstück am Strand. Das ist auch extra, 12 Euro pro Person. Das sind aber dann auch alles handgemachte Marmelade, spezielle Käse, spezielle Oliven, Honig, was nicht hier im Buffet ist, deswegen der Aufpreis. Also nicht, dass es am Strand ist, das ist ein Highlight, aber das aufreicht ist, dass das spezielle Naturprodukte sind, was wir dort unseren Gästen anbieten. Zum Beispiel auch die Eier sind Bio-Eier, sind hier von unserem Garten, von unseren eigenen Hühnern. Also das ist alles speziell. So, jetzt machen wir mal die Tour. Fangen wir hier von der Plaza an. Hier ist gleich unser Travel Lounge. Travel Lounge, wir haben drei Duschzimmer hier und eine Toilette. Die Anlage voll gewesen wäre und man hat den Spät-Checkout-Gästen kein Zimmer zur Verfügung. Dann können sich die Gäste dann hier duschen, umziehen, frisch machen. Sonst haben wir gesagt, ja, gehen Sie mal zur Spa oder gehen Sie mal hier zum Duschen. Das ist nicht gut und das ist beim neuen Konzept hier ganz Highlight. Gleich haben wir auch Safes, wenn die Gäste spät abfliegen und ihre Koffer ablassen. Und Wertgegenstände sind Safe einfach rein und dann können Sie noch den ganzen Tag die Anlage benutzen. So, dann machen wir mal weiter.